In diesem Video schauen wir uns jetzt eine Aufgabe an zu einer Logarithmusfunktion und wir interessieren uns für die Definitionsmenge, Ableitung und Symmetrie. Und zwar sollen wir hier von dieser Funktion ln von 1 durch x² eben die Definitionsmenge bestimmen, die Ableitung und später dann auch die Symmetrie. Ihr könnt es mal kurz auf Pause drücken, wenn ihr das durchrechnen wollt und dann vergleichen. Also, auf geht's. Wir haben die Funktion f von x ist ln von 1 durch x². Bei der ln-Funktion müssen wir wissen, wir dürfen nur positive Zahlen einsetzen. Jetzt müssen wir aber die innere Funktion auch anschauen, das ist 1 durch x². Hier wäre die Definitionsmenge alle reellen Zahlen außer die 0. Also überschneidet sich hier nichts, was von Wichtigkeit wäre. Das heißt, die Definitionsmenge von unserer Funktion ist wie bei der Logarithmusfunktion r plus. Und jetzt wollen wir das ableiten. Und da müssen wir jetzt überlegen, welche Regeln wir brauchen. Wir brauchen hier zum einen, weil es eine verkettete ln-Funktion ist, die Kettenregel. Und wir könnten die Quotientenregel anwenden. Wir machen es aber ein bisschen anders. Wir fassen 1 durch x² ein bisschen anders auf. Das heißt, wir fassen 1 durch x² als x hoch minus 2 auf. Und das können wir ganz einfach ableiten, ganz rationaler Exponent. Das heißt, wir können, wenn wir das ableiten, x hoch minus 2, können wir einfach den Exponenten nach vorne ziehen, minus 2 mal x hoch und Exponenten 1 verringern, also minus 3. Ganz einfach. So, und das fügen wir zusammen, wir leiten ab. Die ln-Funktion abgeleitet, also äußere Funktion, ist 1 durch x. Und dieses x, das Argument, übernehmen wir dann, also 1 durch x², mal nachdifferenzieren. Und wir differenzieren die innere Funktion nach, die haben wir jetzt hier auf der rechten Seite schon gesehen. Also minus 2 mal x hoch minus 3. Das können wir jetzt noch ein bisschen vereinfachen. 1 durch 1 durch x² ist ein Doppelbruch. Das heißt, wir können mit dem Kehrbruch multiplizieren. Der Kehrbruch ist hier, wenn wir das mal so darstellen, ist dann 1 geteilt durch 1 durch x². Und wir multiplizieren dann mit dem Kehrbruch, das heißt 1 mal x² Eintel. Und das ist dann x². Also hier x² mal minus 2 mal x hoch minus 3. Das können wir jetzt noch vereinfachen, weil wir x hoch minus 3 wieder darstellen können als 1 durch x hoch 3. Das heißt, minus 2 mal x², das kann ich schon mal zusammenfügen, durch x hoch 3. Da kann ich dann kürzen mit x² und habe dann minus 2 durch x. Und das ist dann auch die Ableitung. So, hier sollen wir jetzt noch die Symmetrie der Funktion f untersuchen. Und die Symmetrie untersucht man immer gleich. Das heißt, ich schreibe jetzt hier nochmal die Funktion hin, 1 durch x², sonst der ln davon. Die Symmetrie machen wir, indem wir f von minus x betrachten. Das heißt, wir setzen für das Argument in der Funktion einfach minus x ein anstatt x. Das heißt, ln von 1 durch, und jetzt nicht mehr x, sondern minus x, ins Quadrat. So, dieses Quadrat bewirkt jetzt, dass wir hier minus x mal minus x haben und minus mal minus ist ja plus. Das heißt, hier kommt wieder 1 durch x Quadrat raus. Und wenn wir jetzt hier uns die beiden anschauen, was hier rauskommt, sehen wir, das ist identisch. Also hier kommt wieder f von x raus und das hat zur Folge, dass f achsensymmetrisch ist. Und jetzt müssen wir nur noch die Achse angeben, nämlich zur y-Achse. Also einfach f von minus x einsetzen,
Und jetzt schauen wir uns nochmal den Graphen an. Sieh da, er ist wirklich achsensymmetrisch zur Y-Achse. Passt optimal.